Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Wir werden heute ein Kugeleis malen und ich denke, das Wetter passt ganz gut. Der Sommer passt hervorragend, um sich auch auf dem Papier ein klein wenig Abkühlung zu schaffen. Ich möchte euch mal ungefähr zeigen, was ich meine. Ich denke, ihr habt alle ein Kugeleis im Kopf, aber ich habe ja auch in den letzten Wochen beziehungsweise auch in den letzten Monaten hin und wieder immer mal eins gemalt. Da ist zum Beispiel hier ein Himbeereis. Himbeereis zum Frühstück, kennt ihr bestimmt alle das Lied. Aber so ein Kugeleis möchte ich mit euch malen. Oder aber auch so eins wie dieses hier. Ich denke, wir werden bei einer Kugeleis bleiben. Ihr könnt euch die Farben, die ihr gerne dafür haben möchtet, beliebig aussuchen nach Eissorte. Denn wir werden für die Kugel, also für die Eiskugel, eigentlich nur eine Farbe benötigen. Wir machen das wie immer in diesem Drei-Schicht-System, was ich gerne mache. Aber als erstes beginnen wir mit der Skizze und die ist super einfach. Als erstes brauchen wir das Hörnchen. Ihr könnt natürlich eine Waffel nach eurem Belieben genauso auswählen. Und obendrauf kommt die Kugel. Und da man ja, wenn man die Kugel mit so einem Eisschäler, nennt man das so, ich weiß es jetzt gar nicht, rausholt, entsteht ja dann auch immer so ein gekräuselter Rand. Ja. Und da haben wir eigentlich prinzipiell schon die Skizze unserer Eiswaffel, unser Kugeleis, fertig. Und da gehen wir jetzt auch direkt mit der Farbe ran. Für die Waffel wähle ich mir einen hellen Ton, einen hellen Braunton. Den werde ich mischen aus Spinellbraun und aus lichter Ocker. Wir fangen ja auch sehr hell an. Ihr wisst ja, bei Aquarellfarben muss man von hell nach dunkel arbeiten. Ja, also fangen wir jetzt hier mit einer hellen Grundierung an. Und wie gesagt, so eine leichte Mischung aus zwei verschiedenen bräunlichen Tönen. Versucht es relativ gleichmäßig, wenn jetzt hier aber verschiedene Flecken noch entstehen sollten, ist das bei der Waffe jetzt gar kein Problem, denn wir gehen ja hier auch nochmal drüber. Das ist quasi eine Grundierung, die erste Schicht. Die müssen wir komplett austrocknen lassen, ehe wir mit der zweiten Schicht weitermachen. Und deswegen gehen wir direkt hoch zu der Kugel. Und da könnt ihr euch, wie gesagt, ein Eis eurer Wahl aussuchen. Ob das jetzt ein Himmelblau, ein Blaubeerviolett oder bläulich ist oder ob das auch ein Himbeer, ein Erdbeereis ist. Ich werde mich jetzt hier für, ich glaube, ein Schokoeis entscheiden, denn ich esse sehr, sehr gerne Schokoladeneis und das werde ich jetzt hier verewigen. Und auch hier werden wir mit einer hellen Farbe, also mit einer Grundierung anfangen. Die werde ich mischen, relativ schokoladig, aus Umbra gebrannt und ein bisschen Umbra Natur. Und auch hier, ihr seht schon, sehr, sehr wässrig. Die Ränder hier müssen nicht exakt sein, die können ruhig unsauber sein. Ich lasse jetzt hier diesen Kranz erstmal frei, weil ich gucke jetzt mal hier. Oh ja, das fühlt sich schon trocken an. Also kann ich auch direkt mit diesem Rand hier weitermachen. Denn ich möchte ja nicht, dass das nach unten hin verläuft. Wenn es nach oben hin verläuft, ist es nicht so schlimm. Aber nach unten möchte ich es ja nicht. So, somit haben wir die erste Schicht. Ich habe jetzt hier für die erste Schicht einen Verwaschpinsel genommen, weil er halt viel Feuchtigkeit aufnimmt. Ich muss nicht ständig immer wieder in
die Farbe reingehen, um neue Farbe aufzunehmen. Hier reicht es bei der Größe in dem Format, wenn ich einmal reingehe und dann die Farbe verteile. So, hier unten mit der Waffel können wir tatsächlich schon weitermachen. Die ist schon trocken, dadurch, dass die Schicht ja auch recht dünn war. Und hier machen wir als nächstes diese typische Waffelstruktur. Dafür nehme ich mir einen dünneren Pinsel. Je nachdem, wie grob oder fein ihr diese Waffelstruktur haben wollt, entscheidet sich auch die Größe des Pinsels. Wollt ihr das relativ fein und filigran, nehmt euch einen kleinen Pinsel. Wollt ihr eine relativ grobe Waffelstruktur haben, dann nehmt euch ein bisschen größeren Pinsel. Ich habe jetzt hier einen Pinsel in der Größe 2, werde jetzt hier auf den beiden Farben, die ich hier aufgebaut habe, auch weiterhin damit arbeiten. Die beiden Farben hier, die ich hier reingemischt habe, Lichter Ocker war das und Spinellbraun, da werde ich jetzt von dem Spinellbraun, weil das ja tatsächlich ein bisschen dunkler ist, hier mit reinnehmen. Und da jetzt hier meine Waffelstruktur ziehen. Denkt dran, das muss wieder trocknen. Bei mir kommt jetzt das Licht aus dieser Ecke hier. Das heißt, der Schatten fällt auf der Seite. In der Waffel ist es noch mal ein bisschen was anderes. Das schauen wir uns gleich an. Hier bei der Schokoladenkugel gehe ich jetzt hier noch mal mit ein bisschen Umrackeband rein von der Farbe. Nehme auch wieder den Verwaschpinsel, weil die Fläche ja auch ein bisschen größer ist. Sitz hier hinten. An. So, jetzt machen wir weiter mit der Waffel. Und zwar ist jetzt bei der Waffel ja eigentlich genau umgedreht. Hier kommt der Schatten nicht von der Seite, weil die Waffeln, also das Waffelmuster, wirft ja hier so einen kleinen Schatten. Und ich werde jetzt hier wie so einen kleinen Halbmond reinzeichnen, reinmalen. Hier die Ränder wieder ein bisschen verwaschen, verblenden. Das trocknet sehr schnell. Auf Aquarellpapier macht sich das bestimmt noch besser. Aber ich mag den Charakter von dem Mixed-Media-Papier. Sind wir noch nicht ganz fertig. Hier kommt gleich noch eine letzte Schicht rein, aber wie immer müssen wir das erst trocknen lassen. Und dann kommen wir noch mal zum Schokoeis. Hier, da ja eine Eiskugel nie ganz glatt ist und mal ein paar kleine Bläschen wirft, sage ich mal, so ein paar Luftblasen noch drin hat, werden wir jetzt ein paar kleine Stellen
braunen Fleckchen oder halt je nachdem, was ihr für eine Farbe benutzt, versehen. Das hier müssen wir erst trocknen lassen, ehe wir da rangehen können. Da gehe ich nämlich hier bloß ein ganz feines bisschen von dem Braun, von dem Schokoeisbraun. Ich werde das nur hier oben vom Rand nehmen. Keine direkte Farbe, immer wieder ein bisschen Wasser nachnehmen. Und gehe jetzt hier in der Linie nur noch einmal mit dem Pinsel so leicht den Schatten nach, dass wir die Struktur von der Waffel noch mehr rausholen können. Richtig schön die Struktur von der Waffel. Das gefällt mir richtig gut. Aber auch hier sind wir noch nicht fertig. Denn wir brauchen jetzt noch einen Highlighter. Ob ihr jetzt einen weißen Gelstift oder einen weißen Acrylstift benutzt, das liegt ganz bei euch. Ich werde einen weißen Acrylstift nutzen. Mal gut schütteln. Immer ordentlich testen vorher, dass euch kein Malheur auf eurem Bild passiert. Jetzt in der Waffel setze ich ein paar Highlights. Quasi im Entgegengesetzten zu dem Braun, was ich gerade gemacht habe. Und dann natürlich auch an dem Eis noch, und zwar vor allen Dingen an den Punkten, die ich, oder an den Schokopünktchen, die ich hier gesetzt habe. Und zwar sind das ja in der Regel meistens Vertiefungen, weil das sind ja Löcherchen. Ne? Also kommt das Licht ja nicht von der Seite, wo das Licht tatsächlich gegenscheint, sondern scheint so an den Rand auf der anderen Seite. Natürlich, wenn Eis anschmilzt, dann glänzt das natürlich auch noch so ein bisschen. Ne? Da könnt ihr hier auf jeden Fall noch so ein paar Glanz-Highlights setzen. Weiß ist ja doch eher eine grobe Struktur, die das Eis hat. Dann sind wir schon fast fertig und ich muss sagen, es ist jetzt keine realistische Form, ein Eis darzustellen. Ne? Also ich glaube, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ein realistisches Eis sieht natürlich noch ein bisschen markanter aus, noch ein bisschen detailreicher. Aber ich finde, es ist trotzdem super einfach, so ein Eis zu malen. Ihr könntet hier jetzt natürlich noch ein paar Schokoflecken oder ein paar Löcherchen natürlich reinmalen mit eurer Farbe. Aber ich lasse das jetzt so und uns fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Schatten. Und dazu muss das Bild wirklich trocken sein, denn der Schatten verläuft sich auf der Seite der Waffel und unter dem Eis natürlich. Und das noch ein bisschen, damit ein bisschen so die Dimensionen von dem Eis, also die Dreidimensionalität hervorgehoben wird. Ich habe hier Schwarz drin. Das mache ich mir jetzt mit einem hellen Grau. Ich hoffe, es wird nicht zu dunkel.
kann man sich natürlich auch hier im separaten Papier ausprobieren. Und dann gehe ich mit meinem Pinsel einfach hier lang. Und unter dem Eis. So, und da sind wir auch schon fertig. Ihr könntet jetzt noch jetzt nehme ich mir einen anderen Pinsel noch ein paar Sprenkelchen mit eurer Farbe, die ihr da habt. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Farben, ihr könnt es natürlich auch kunterbunt sprenkeln. Und als Abschluss würde ich auf die Seite nur noch ein Lettering auftragen, damit es auf meiner Doppelseite hier nicht so verloren aussieht. Allerdings, wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch hier noch so ein paar kleine Farbkästchen hinmalen und dann gleich noch dazu schreiben, welche Farben ihr genutzt habt. Denn viele Farben haben wir tatsächlich nicht benutzt. Also ich habe jetzt insgesamt vier Farben benutzt und ihr könnt aber natürlich, wie gesagt, wenn ihr passende Farben habt, auch nur eine Farbe benutzen, denn ihr wisst ja, Aquarellfarben oder auch wenn ihr mit wasserbasierten Farben arbeitet, umso mehr Wasser ihr einbringt, umso heller wird die Farbe und umso weniger Wasser ihr einbringt und umso intensiver ist die Farbe. Ja, und da könnt ihr auf jeden Fall auch nur mit einer Farbe malen. Ich werde jetzt hier noch ein Lettering hinschreiben, ganz einfach, gar nicht irgendwie dass das Augenmerk von dem Eis wegkommt. Ich könnte euch das natürlich vorher immer noch ein bisschen ausmessen oder eine gerade Linie ziehen. Ich mag das, wenn das alles so ein bisschen unregelmäßig ist. Als letztes kommt mit dem Brushpen noch das Wort Eis rein. So. So sieht das aus, wenn das spontan geschieht. Aber mir gefällt das so ganz gut, denn das Augenmerk liegt, wie gesagt, auf dem Eis. Ich wollte euch heute zeigen, wie ihr ein Eis kreieren könnt, ein Eis malen könnt. Ihr könnt jetzt hier natürlich noch sämtliche Kugeln oben drauf bauen. Das Prinzip ist hierbei immer das gleiche. Ja, ich hoffe, ich kann euch damit das Kugeleis ein bisschen näher bringen, denn es ist, manchmal macht man sich es komplizierter, als es tatsächlich sein muss. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht sogar selber ein Eis genießen, ein Kugeleis vielleicht genießen könnt. Kugeleis hat man ja in der Regel selten eigentlich zu Hause, oder? Also wir haben ein sehr kleines Eisfach, da passt jetzt nicht so eine ganze Box da rein, dass man sich da ein Eis rausschälen könnte. Und ich freue mich, wenn ihr euer Ergebnis mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis in den sozialen Medien teilt. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hier. Und wenn ihr wöchentlich nichts verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da und schaltet das Glöckchen ein. Ja, ansonsten macht euch noch einen schönen Tag, genießt sommerliches Wetter, wenn ihr welches habt. Und ja, macht's fein. Tschüss!